Oh Gott, war Lemmy nicht? Ich weiß es nicht. Aber das ist das Schlimmste an diesem ganzen verfluchten Schloss. Der Maggie Cooper, Kami Cooper, was zum? Ich dachte, du zauberst da nur Coopers raus. Cooper, Kami Cooper, bitte, Maggie Cooper, geh mir nicht auf den Sender, bitte. Ich kann mit dir nicht umgehen. Du bist für mich zu kompliziert. Du bist ein zu komplexes Wesen für mich. Oh Gott, was konnte man hier nochmal mit dem P-Switch machen? Ich weiß es nicht mehr. Ach ja. Oh Gott, nein. Warum kommst du jetzt wieder und warum lasse ich den P-Switch fallen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Konnte man damit nicht einen bedeutenden Teil der Burg überspringen? Ich weiß es nicht mehr, es ist zu lang her. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er zaubert... Podobo! Du, kleiner, doofer Feuerball! Okay, nächster Versuch. Ich spiele das hier so lang, bis ich diese verfluchte Burg geschafft habe. Cooper, zauber gefälligst auf den Boden, nicht auf mich. Auf den Boden, nicht auf mich. So, was kommt raus? Ein Cooper. Oh Gott, tschüss. So. Oh Gott, ich will nur den Pilz. Gib mir den Pilz, Mario. Gib uns den Pilz. So, und gleich taucht er schon wieder, Kami Cooper, auf. Da ist er auch schon. Ja, er ist schneller, als ich springen kann. Marios Sprünge sind weltberühmt. Wie kann er es da schaffen, schneller zu zaubern, als er springen kann? Ich hasse diese Stelle. Ich hasse sie. Nein, er zaubert mir den Stand unter dem P-Switch weg. Ja komm, töte mich einfach. Töte mich doch. Töte mich. Nein, töte mich nicht. Jetzt habe ich es fast geschafft. Jetzt will ich nicht sterben. Nein, 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 der Podobo. Nein, Kami Cooper. Nein, normaler Cooper. Nein, Podobo. Nein, Kami Cooper. Nein! Ich habe nicht gedacht, dass der so einen Winkel zaubern kann. Oh Gott. Ich komme noch nicht mal durch den ersten Raum. Zauber hier ein Loch rein. Das war zwar nicht die optimalste Stelle für das Loch, aber ich verzeih dir mal. Wieso ist der so intelligent? Ich werde hier all meine Leben verpulvern. Dann darf ich zwei Level nochmal spielen, weil ich nicht weiß, wie ich hier speichere. Ich meine, das war über Start, aber ich weiß nicht, wo ich mir Start hingelegt habe. So. Pilz. Gib mir den verdammten Pilz. So. Oh Gott! Oh Gott! So, Cooper. Jetzt reicht's. Jetzt lasse ich den Pro-Stil absolut nicht raushängen. Nein, weil das kann ich ja nicht, weil ich absolut kein Pro in diesem Spiel bin. Und auch niemals sein werde, weil ich dieses Spiel nicht mag, nicht kann, nicht... Doch, ich mag's schon, aber... Es ist schwer! Will jemand tauschen mit mir grad? Ich würde gerade den Job hier abgeben. Hätte ich nichts gegen. So, ja, komm. Zauber mir ein Loch. Sag mal, das ist doch unfair! Wollt ihr mich alle einfach... Ich hänge jetzt schon 5 Minuten an dieser ersten Stelle. Ah! Ah! Oh Gott. Ja, komm, zauber ein Loch rein. Nein. Komm schon. Zauber ein Loch hier rein. Nein, nicht von da. Nicht von da. Nicht von da! Ja, von da. Sehr schön. Mach ein Loch. Ich habe eine... Ich weiß nicht, wo ich mir Start hingelegt habe. Oder Select. Oder den Wunsch weiterzuleben. So, komm. Jetzt zauber mir hier den Cooper hin. Du gehst baden. In Lava. Ich hol mir den Pilz. Und dann werden wir alle beste Freunde, okay? Kami Cooper. Oder Maggie Cooper, wie auch immer man dich nennen will, es ist mir völlig egal. Hör auf damit, Cooper, Kami, Kuh. Schönes Spiel. Wunderschön. Leute, ich weiß, es sieht nicht so aus, aber ich habe mit der Tastatur vor einem Jahr Kaizo Mario durchgespielt. Kaizo Mario. Kaizo.
Versteht ihr, das schwierige Mario? Das wahre schwierige Mario. Oh Gott, er hat's mir leichter gemacht. Ich muss nur die Chance ergreifen. Ergreift die Chance, Mario. Nein, was tust du denn? Mario, du Klempner. Nein. Mario, du hast es uns gerade wieder schwerer gemacht. Jetzt sind so leicht am Können. Nein, 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 nein. Nein, hier kommst du nicht hin. Sag ich doch. So. Juhu. Der erste Raum. Wir haben ihn geschafft. Oh Gott, nein. Nein! Oh nein! Nicht dich, Stelle! Wie gesagt, ab hier ist alles wieder blind. Ich habe keine Ahnung mehr. So, okay, da kann man also rüber. Da kann man auch rein. Oh Gott. Oh Gott, komm schon. Erheb dich wieder. Nicht du! Nicht du! Komm schon. Danke. Oh Gott. Nein, hier durch. Hier durch! Und nicht sterben. Oh, Mario. Mario. Ja, gut, den Pilz, den brauchen wir. Dringend. So. Alter. Boah, diese Stelle gerade, ey. Ich habe keine Lust mehr zu sterben. Nicht noch einmal diese Stelle. Zumal habe ich auch nur noch 2 Leben. Und jetzt auch keinen Pilz mehr. Und diese Stelle hier könnte mein Untergang sein. So. Oh Gott, nein. Warum? Warum ihr? Ausgerechnet ihr. Ich mag euch nicht. So. Hier rein. Da ist eine Boss-Tür. Ja, es war der Boss. Verdammt nochmal. Verdammter Schlamuchus. Ich kann diesen Boss nicht. Ah, Mann! Ich will nicht self-staten müssen. Das ist erbärmlich. Warte, Leute, ich schaue jetzt mal gerade nach, wo habe ich mir die verfluchte Selectors denn gelegt und überhaupt und Config. Maus, tu, was ich dir sage. Input, so. Habe ich das überhaupt irgendwo hin? Ja, habe ich eigentlich auf 1 und 3. Aber sie wollen nicht. Okay. Das hat so keinen Sinn. Wenn ich das jetzt nochmal mache und sterbe, dann, naja, dann war es das. Dann darf ich 2 Level nochmal spielen. Da habe ich definitiv keine Lust drauf. Und da ich im Moment nicht weiß, wie ich sterbe, wie ich speichere natürlich, werde ich mir jetzt Leben holen. Das habe ich früher als Kind auch gemacht. 99 Leben. Das tue ich jetzt nicht. Ich brauche nur 3 oder 4. Ach verdammt, da brauche ich auch Select für oder Start. So, erstmal Leben. So. So ging's, genau. Erstes Leben. Ich meine, so ging das. So habe ich mir früher die ganzen Leben geholt. Start, Select. So. Und noch einmal. Diese Folge ist extrem in die Länge gezogen. Dafür entschuldige ich mich. Aber, wie bereits gesagt, das Spiel mag mich nicht. So, holen wir uns wieder die standardmäßigen 5 Leben. So. So, ihr geht jetzt alle drauf. Start, Select. Und damit hätten wir das auch. So, 5 Leben. Aber damit bin ich mit meiner Vorbereitung noch nicht abgeschlossen. Jetzt gehen wir noch in Donut Plains 1. Und holen uns diese verdammte Feder. Und gehen nochmal in Donut Plains 1. Und holen uns nochmal diese verdammte Feder. Komm her. Nein, bleib stehen. Gib mir die Feder. Danke. So. Auf in die Burg. Lasst uns diese Burg durchrocken. Ich kann diesen Boss nicht. Ich muss es irgendwie schaffen, ein Power-Up mit zu dem Boss zu bringen. Das kann ich gleich knicken. Weil ich bin sowieso schon nicht gut hier und jetzt auch noch das und... Oh. So. Aber hier, alles, was ich jetzt nicht tun darf, ist ein scheiß Spin-Jump. Spin-Jump ausführen. Sonst bin ich direkt tot. Weil hier sind ja auch diese Löcher. Ja, nimm mir das Power-Up. Ist okay, dafür bist du tot. Das ist mir das gerade Wayne. Denn hier gibt es direkt noch eine. So, komme ich jetzt auch vielleicht irgendwie... Ja, es ist verdammt schwierig mit der Tastatur. Ich muss ja immer Y gedrückt halten, um zu sprinten in so der Art. Und, das ist bei mir auf der Tastatur ziemlich schwer umzusetzen. So.
Habe ich dich schon zweimal erledigt. Kommst du nochmal zurück? Nein, nochmal kommt er nicht zurück. Gut. Schnappen wir uns endlich den Boss. Ich will nämlich nicht mehr. Hab genug für Mario von heute. Von Mario für heute. Nicht andersrum. So. Lasst uns den Boss in den Hintern treten. Juhu. Eieieiei. Und Jumps und Land. Und Jumps und Land und Dreh und weg und Jumps und... Oh Gott! Boah! Alter! Jetzt habe ich auch noch mehr Glück als Verstand. Wenn das mal hoffentlich kein gutes Omen ist. Denn gute Omen, mit denen kann ich nicht umgehen. So, ich muss hier eh rein. Oh nein, jetzt habe ich den Pilz da oben. Na. Ja, Mario, guck's dir an. Dein Power-Up. So. Da müssen wir durch. Oh Gott. Ich kann diesen Boss nicht. Ich kann ihn zum Verrecken nicht. Ganz im Ernst. Für mich hat das Ninja Gaiden-Niveau. Für mich. Als Spieler. Weil ich kann Mario nicht. Ninja Gaiden habe ich komischerweise durchgespielt und bin dabei kaum gestorben. Kaum gefailt. Ohne Scheiß. Ninja Gaiden fand ich überraschend leicht. Also es war jetzt nicht so, dass ich nie gestorben bin, aber ich habe mich nie so aufregen müssen, weil so schlimm war es für mich echt nicht. Okay, Bosstür. Na komm. Da bist du. Ja, natürlich. Ja, mein Pilz ist weg. Klasse. Ich weiß gar nicht mehr, konnten mich die Viecher auch verletzen oder nur... Der verfickte Portobor! Boah! Meine Fresse! Gibt's nicht sowas wie Mittelpunkt? Hä? Irgend sowas in der Richtung? Wäre ganz nett. Ich weiß ja immer noch nicht, was hinter der Tür ist. Ich kam ja noch nicht dahinter. Oh, Pilz. So, nein. Na, spring da doch hoch! Mario! So. Es macht keinen Mist. So. Ja, danke, Cooper. Danke, da komme ich jetzt nämlich nicht mehr hoch, dank dir. Dankeschön, vielen Dank. Du bist der beste Cooper aller Zeiten. Du bist der verfickte, göttliche Kami-Cooper. Du bist ein Arschloch. Mehr nicht. Boah, ey, ich habe mich noch nie... Nein, ich werde nicht ausrasten. Ich bleibe ruhig. Komm schon. Hilf mir, Cooper. Noch ein Leben weg und mein Headset zerbricht in zwei Hälften. Cooper. Es geht jetzt schon fast eine halbe Stunde, dieser Part. Ein Leben! Hier gebt ihr mir ein verdammtes Leben. Warum sagt mir das eigentlich keiner? Warum bist du so intelligent? So eine intelligente KI konnte man damals noch nicht programmieren. Das ist ein Gerücht. So. Kann mir jetzt bitte einer erklären, wie ich da reinkommen soll? Ja, Kami Cooper, töte mich! Jawoll! Ich bin voll deiner Meinung. Absolut. Lass uns doch eine Tasse Tee trinken gehen. Ganz im Ernst, Leute. Lasst uns eine Tasse Tee trinken gehen. Ich hab tierisch Bock auf Tee. Meine Güte. Komm, zauber hier ein Loch rein. Danke. Ich werde in diesem Spiel nicht safe staten. Niemals. Er kann in der Luft stehen. Sehr interessant. Was du alles kannst, Magie Cooper. So, jetzt bist du erstmal weg. Was sagst du dazu? Super, wie ich mich hier wieder anstelle, um bloß es mir nicht leichter zu machen. Ja, Cooper, komm. Komm, töte mich am besten direkt wieder. Mach's uns allen einfacher. Sag mal, Alter. Ist mal ohne Spaß. Ohne verdammten Spaß. Wie soll ich da hochkommen? Ich verstehe es nicht. So! Oh, ein Mittelpunkt! Oh Gott, ein Mittelpunkt und ein Leben! Alter!
Holy! Ich bin Olga Kolaschnikowka! Alter! Ging das nicht gleich so? Ich glaube, den Part hier werde ich in zwei Teile aufteilen müssen. Weil ich glaube nicht, dass ich Lust habe, einen Part von der Größe von einer halben Stunde, ich will nicht wissen, wie groß der wird. Auch wenn es nur eine Emulatoraufnahme ist. Meine Fresse! Ging das nicht gleich so? Mario, erklär mal. Magikoopa, erklär du mal. Du bist nämlich der, der mir am meisten hier auf den Sossen geht. Komm schon. So. Oh Gott. Hehe. Ich fühle mich gut. So. Lasst uns weitergehen. Ich will endlich diesen Boss besiegen. Irgendwie. Ich bin kein guter Mario-Spieler. Ich habe kein Gamepad. Und da kommt dieser Boss. Das ist doch eine Verschwörung. Eine große, bösartige Verschwörung. So, komm. Du bist tot. Du bist tot. Was sage ich, du bist tot? Ihr seid ja eh schon tot. Ihr seid Knochen. So. Runter hier. Ab in die Boss-Tür. Okay. Auf ein neues. Kommt, Trevin! Mario! Ah! Komm schon. Nein! Pilz. Ich brauch dich noch. Einmal. Wie oft muss ich ihn treffen? Dreimal, glaube ich, ne? Ja, wie jeden Boss. Zweimal. Komm schon. Nein, er ist auf der anderen Seite. Komm, dann warte ich. Dann warte ich. Nicht in den Portobo springen. Ah, falschen. Okay. Er ist immer auf der anderen Seite. Jawohl! Du verdammter Typ! Ja! Oh. Und endlich darf ich mal. Boah, ey. Ja, Mario, komm, nimm deinen Hammer. Hau diese Burg kaputt. Und alle Kami-Koopas und alle verdammten Magi-Koopas und alle Ichis und Lemmis und Mortens und Tortens und Tortens, ist mir egal. Oh, nein. Was für ein verfluchtes Schloss. Meine Güte. My lovely Mr. Singing Club. Oh. Continue and save. Gut, Leute. Das war die weitere nächste Folge von Let's Play Super Mario Worlds. In der nächsten Folge begeben wir uns dann hierhin. Ich sag Tschaußen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.